Namaste und herzlich willkommen zur Tagesenergie. Wir werden sehen, was wir da zu sehen bekommen, aber ich kann vielleicht mal so ein paar Dinge aufzeigen, die in diese Richtung einen Hinweis geben. Und gehen wir zuvor aber noch mal ganz kurz zum Sarkozy zurück, denn ich habe zu ihm eine Meldung gefunden in der Welt und die ist interessant, weil sie auch wieder aufzeigt, auf welche Art und Weise die Medien solcherlei Meldungen bringen, wenn sie ihnen nicht so richtig passen, wenn sie ihnen nicht gefallen. Und hier heißt diese Meldung: Sarkozy und der lange Schatten des Diktators. Na, da sehen wir schon mal, Sarkozy selber ist also kein Diktator und der lange Schatten des Diktators, also das Problem, das er bekommt, das ist jetzt der Schatten, den der Diktator wirft. Also es ist nicht Sarkozys Problem, der sich hat 50 Millionen geben lassen, sondern dieser verdammte Gaddafi, der ihm das gegeben hat. Sarkozy und der lange Schatten des Diktators. Und dann heißt es im Artikel, schon allein dieser Satz ist unglaublich. Jetzt kommt er und dieser Satz heißt: Nicolai Sarkozy ist seit Dienstag im Polizeigewahrsam. Dort soll er Auskunft geben über eines der mutmaßlichsten dunkelsten Kapitel der französischen Nachkriegsgeschichte. Der Vorwurf lautet, dass sich der ehemalige Präsident Frankreichs für Affären berühmt und als eifriger Spendensammler berüchtigt, seinen Wahlkampf 2007 unter anderem von damals noch im Libyen herrschenden Diktator Muammar al-Gaddafi hat finanzieren lassen. Also wenn man sich diesen Monstersatz anguckt und anschaut, wie sonst, wie kurz formuliert wird, schon allein dieser Satz ist unglaublich. Doppelpunkt. Nicolas Sarkozy ist seit Dienstag im Polizeigewahrsam. Punkt. Und dann kommt dieses Riesending, dort soll er Auskunft geben über einen der mutmaßlichsten, dunkelsten Kapitel der französischen Nachkriegsgeschichte. Der Vorwurf lautet, dass sich der ehemalige Präsident Frankreichs für Affären berühmt und als eifriger Spendensammler berüchtigt. Ja, du hast am Ende des Satzes vergessen, worum es da eigentlich ging. Und dann heißt es auch einmal nur, er soll Auskunft geben. Nein, er ist angeklagt. Er ist angeklagt. Und es ist nicht der Schatten des Diktators, sondern er und sein Thema. Und jetzt auf einmal kann die EU ihre Vasallen und ihre Büttel nicht mehr schützen. Das ist das, was die Botschaft ist. Was ist denn da los? Wir haben den da behalten. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist für alle, die glauben, dass sie nicht berührbar sind, ein Riesenschock. Ein Riesenschock. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Bei dem Dominik Strauss-Kahn damals, naja, das waren die USA, das war klar, das war eine andere Geschichte. Aber hier wird auf einmal jemand im eigenen Land unter einem Macron, der also ein EU-Verfechter ist und jemand, der hier eine wichtige Position einnimmt. Auch der kann es nicht verhindern, offenbar, dass der Herr Sarkozy vorgeladen wird und erst einmal eingekästelt wird. Also das ist schon eine interessante Meldung. Ich habe noch zwei Meldungen zum gleichen Thema. Quasi, ich habe nämlich zweimal Bilder herausgesucht, wo sich der Herr Sarkozy mit dem Herrn Gaddafi getroffen hat. Und da werdet ihr später sehen im Video, was für eine interessante Handhaltung das ist. Und da seht ihr bei beiden Bildern, dass diese Handhaltung natürlich eine klassische Logenbruderbegrüßung ist. Und ja, das ist interessanterweise übrigens auch auf der einen Meldung im Spiegel zu finden, die da heißt: Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung, Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy festgenommen. Und drunter ist das Bild mit dem Gaddafi. Und naja, das ist schon spannend, wenn man das hier anschaut. Zum Gaddafi könnten wir viel sagen, würde ich auch gerne. Wer sich damit beschäftigen möchte, dem sei das grüne Buch von Gaddafi empfohlen. Gaddafi hat sich von der Weltbank unabhängig gemacht. Gaddafi hat seine Projekte aus eigener Kraft aus dem Staat heraus finanziert, brauchte dafür keine Kredite aufzunehmen. Das war sein ganz großes Verbrechen. Und wer sich damit beschäftigt, kann vieles Erstaunliches herausfinden und vieles lernen. Und auch viele Irrtümer, die er bezüglich seiner Vorstellung gegenüber dem Staat hat, durchschauen. Ja, das wäre mein Tipp. Also ein ganz interessantes Thema. Auch das können wir unter der Überschrift "Es herrscht Krieg" durchaus sehen. Auf einmal werden Leute aus ihren Positionen gedrängt, wie wir sehen werden, oder sogar verhaftet oder sogar entsprechend
festgenommen über einen längeren Zeitraum oder vielleicht sogar für eine lange oder zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Auch das sehen wir bereits in den USA. Und ich habe eine Liste vorbereitet, die werde ich auf jeden Fall den Teilnehmern hier am heutigen Zusammensein zuschicken. Und in dieser Liste, das ist eine, ich suche sie gerade, ah, da ist sie. Sie ist so riesengroß, ein PDF mit allen Rücktritten und allen Rauswürfen aus der amerikanischen Regierung. Also das Ding ist riesengroß. Es sind über 1600, die zum Teil aus ganz hohen Positionen heraus geschasst worden sind, wie man so sagt. Das gucken wir uns nachher auch mal an. Es wird also dort aufgeräumt, es verändert sich alles. Und das ist etwas, was riesen Probleme macht. Das können wir auch herauslesen. Dazu habe ich auch eine Meldung gefunden, die da nämlich lautet: Wir wissen nicht, was wir hier machen sollen. Die Überschrift heißt in der Frankfurter Allgemeine: Trumps Handelszölle, das ist die Unterüberschrift oder eigentlich die oberste Überschrift. Deswegen sind die Europäer im Handelsstreit ratlos. Ende der kommenden Woche treffen die von Donald Trump verhängten Handelszölle in Kraft. Aber noch immer weiß niemand, wie die EU eine der in Aussicht gestellten Ausnahme werden könnte. Also die wissen einfach nicht, was sie machen können. Und das zeigt auf. Bitte denke daran. Wir sprechen über die symbolische Qualität der Energie. Das zeigt auf, wo die EU steht. Ei, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Die stehen da und wissen es nicht, weil die, die es ihnen gesagt haben, bisher zum Teil gar nicht mehr da sind, zum Teil selber nicht mehr wissen, was sie machen sollen und weil sie selber komplett unfähig sind, wenn sie nicht geführt werden. Die Handelszölle sind ein Riesenthema. Es ist ein unglaublich verlogenes Thema, was da geschieht. Denn diese Handelszölle werden durchaus im umgekehrten Maß, in viel höheren Maße erhoben. Wenn du dir beispielsweise ein Auto aus den USA holst, dann musst du 10% darauf bezahlen. Im umgekehrten Weg sind 2,5%. Und das sind einfach Dinge, die eben wieder diese A-Verlogenheit aufzeigen und natürlich auch dadurch problematisch werden, dass sie nicht in das Gesamtkonzept hineinpassen. Das dann nämlich heißt, Globalisierung, was ja auch ein tolles Wort ist, Globalisierung und nicht etwa Schutz der eigenen Interessen der sogenannten Mitgliedstaaten. Im Gegenteil, deren Macht muss permanent zurückgedrängt werden. Und jetzt auf einmal kommt da ein ganz anderes System auf. Im Übrigen, im frühen Kaiserreich, beziehungsweise im Deutschen Kaiserreich, gab es für den normalen Bürger so gut wie überhaupt keine Steuern. Und das System hat sich aus Zöllen finanziert. Nur als Hinweis. Ja, und jetzt wieder die Meldung, die ich vorhin schon mal genannt habe. Merkel kündigt neue Architektur für die Eurozone an. Aha. Vielleicht muss sie diese neue Architektur jetzt machen, damit es irgendwie wieder klarkommt. Denn alleine geht mal gar nichts. Und warum kündigt das Frau Merkel an? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Da passiert vieles im Moment. Bei der Gelegenheit. Ich habe ein Video gesehen, das hat es wirklich in sich. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Also du wirst es finden. Ich werde es bei YouTube unten reinschreiben, sodass du es finden kannst. Und wir werden es auch auf der Webseite dort einbinden, wo wir hier diesen Mitschnitt dann einbinden werden. Und dieses Video, das ist wirklich vielleicht das Unglaublichste überhaupt, denn es ist ein Video, das einen Inhalt wiedergibt aus den ARD-Tagesthemen. Und in diesen ARD-Tagesthemen, da ist jemand befragt worden, und zwar ein Politikwissenschaftler von der Harvard University, Yascha Mounk. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und der hat gesagt, naja, dass es hier Probleme im Moment gibt in Deutschland und dass diese rechten Bewegungen wieder etwas erstarken oder wieder, das heißt wieder, dass sie jetzt erstarken, das wäre natürlich auch in Zusammenhang zu bringen mit dem Experiment, die Bevölkerung umzubauen und zum Teil auszutauschen. Und das lief in den Tagesthemen.
Ich werde das jetzt einfach mal laufen lassen. Ich mache noch mal eine kurze Sprachpause. Das ganze Ding dauert nur 2 Minuten lang, aber dann hörst du schon mal. Und das sind also ganz, ist ein kurzer Clip. Ich mache es mal laut und mein Lautsprecher ist hier an. Ich hoffe, du kannst das hören. Mal gucken, wie das funktioniert. Moment bitte. Los geht's. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Wo sind denn die Ursachen zu sehen für diese Entwicklung? Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen? Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichen schauen. Und da sind drei Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meine Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht noch mal schlechter gehen. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen. Historisch einzigartiges Experiment wagen. Experiment wagen. Und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Ja, ihr habt schon gehört, das Video ist dann von jemandem nochmal bearbeitet worden und hat dann noch so ein bisschen das dramatisiert. Aber es ist ja dramatisch. Ja, also das ist wirklich etwas, was natürlich eine unglaubliche Bedeutung hat. Und es läuft im Fernsehen, in den Tagesthemen. Und danach fragt dann der Papa, und was kommt denn jetzt, der Tatort? Oder die Mutter sagt, ich muss aber noch die Wäsche aufhängen. Oder der Junge sagt, ich fahre noch zu Angelika. Und keiner kümmert sich. Das ist schon erstaunlich. Das ist das, was im Grunde genommen auch aufzeigt, warum das so ist. Warum das überhaupt möglich ist. Das bringt's sehr auf den Punkt. Und du weißt es, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass diese Dinge eben einen energetischen und einen inneren Kern auch haben. Und das ist unser eigenes Selbstverständnis. Das ist das Entscheidende. Wir glauben, wenn ich mal diese Verallgemeinerung jetzt hier benutze, ganz ausdrücklich, dass andere für uns besser bestimmen können. Das ist die Grundlage. Früher hat man das basierend auf dem Recht Gottes getan. Also der König hat das Recht Gottes. Ist gesalbt worden durch den Papst, er hat das Recht Gottes. Gott hat ihm das Recht gegeben, weil wenn Gott es ihm nicht gegeben hätte, hätte er kein Recht über dich zu bestimmen. Und das ist dann ausgetauscht worden mit, zum großen Teil, mit dem Zeitalter der sogenannten Aufklärung, und ist verändert worden in das, was wir heute vorfinden, und das in Formen und Strukturen des Sozialismus, in dem eben diese Ableitung aus Gott heraus nicht mehr vorkommt, sondern einfach aus dem Gemeinwohl und an der Zurückstellung der eigenen Interessen und der Freiheit und Gleichheit aller Menschen, die dafür die Voraussetzung sind. Sehr simpel. Und wir erleben jetzt die nächste Stufe. Jetzt wird die nächste Stufe aufgebaut. Dazu möchte ich heute nicht allzu viel sagen, das bräuchte eine eigene Sendung. Es wird für mich immer klarer, was kommt, aber es sind Dinge, die ich nicht öffentlich machen will im Moment. Ich werde die im kleinen Kreis immer wieder ansprechen, aber ich will das nicht öffentlich machen. Das ist einfach im Moment in einer Phase viel zu früh. Aber die Dinge zeigen sich sehr deutlich. In den USA geht es in eine andere Richtung, das haben wir gesagt. Es sind einmal die von mir schon angesprochenen Zinsen, die in den USA eben jetzt deutlich angehoben worden sind im Verhältnis zu dem, was in Europa seit längerem bezüglich der Zinsen, wie dort agiert wird. Nur, und das muss man ganz klar sagen, das ist ein Aspekt. Es gibt viele andere Aspekte auch. Und ich habe hier einen rausgefunden, den finde ich ganz passend und treffend. Nachdem jetzt sich die neue Regierung zusammengefunden hat, hat man von Seiten der SPD jetzt einen Staatssekretär verpflichtet, der von Goldman Sachs kommt. Also Goldman Sachs kommt und ein Banker ist natürlich, wie er im Buche steht, und Goldman Sachs, das ist eine eigene Geschichte für sich, spielt eine sehr bedeutende Rolle in diesem ganzen System. Und gerade ist in den USA der ehemalige Chef von Goldman Sachs, muss man sagen, der Herr Blankstein, der ist zurückgetreten. Ganz überraschend. Auf einmal. Man könnte sagen, es war einer der mächtigsten Menschen in diesem Bankensystem. Der tritt auf einmal zurück.
Der hat übrigens vorher gesagt, wir machen die Arbeit Gottes. Du erinnerst dich vielleicht daran. Und jetzt hier bei der SPD heißt es in der Überschrift beim Spiegel dazu, Scholz holt Goldman Sachs Banker als Staatssekretär. Bei Goldman Sachs verdient er als Deutschlandchef ein Millionengehalt. Nun wechselt Jörg Kukies überraschend ins Finanzministerium. Das ist auch eine interessante Meldung, denn sie impliziert, dass es sich um einen sehr fähigen Menschen handelt und dass er aber sogar sein finanzielles Interesse zurückstellt und jetzt ins Finanzministerium wechselt. Das muss ja ein guter Kerl sein. Nochmal, bei Goldman Sachs verdient er als Deutschlandchef ein Millionengehalt. Nun wechselt er, also dieses Gegenüberstellen, was du da raushörst, Jörg Kukies überraschend ins Finanzministerium. Ein weiterer Staatssekretär kommt von der Deutschen Bahn zurück. Also auch dieser Kontext, der hier gestellt wird, man holt jetzt die guten Leute wieder zurück. In Amerika gibt es eine ähnliche Meldung, die heißt aber anders. Denn da heißt es, dass Gary Cohn, das war ein der wichtigsten Berater von Trump, sagt man, der ist jetzt, wie es in der Meldung heißt, zurückgetreten. Viele sagen, ihm ist nahegelegt worden, zurückzutreten. Und das war mal ein Goldman Sachs Präsident. In Amerika fliegen die raus, treten zurück und hier kommen sie rein. Also wir sehen eine ganz starke Veränderung. Und ich habe das ja schon erwähnt. Die Veränderung wird jetzt gebraucht. Wenn ich über diese Dinge spreche, dann kommt da sehr schnell der Eindruck auf, aha, der Alexander findet den Trump super und glaubt, dass der jetzt die Dinge in Ordnung bringt. Ich bin davon überzeugt, dass der Trump deswegen da ist, weil er eine ganz konkrete Aufgabe zu erfüllen hat, die man auch sehr klar benennen könnte, die aber vieles als Voraussetzung braucht, damit man verstehen kann, was damit gemeint ist. Ich habe diesbezüglich, bevor Trump gewählt worden ist, in dem Interview, das Nuoviso mit mir geführt hat, nein, nicht das Interview, sondern als dieses gemeinsame Gespräch an der Bar, das dann im Anschluss geführt worden ist, da war das. Und da wurde über die noch ausstehende Wahl gesprochen und eigentlich über die Unmöglichkeit, dass Donald Trump Präsident wird. Und ich habe gesagt, na, ich kann mir das sehr gut vorstellen und habe vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass man natürlich überlegen muss, für was braucht man einen Präsidenten? Und wenn ich einen Präsidenten brauche, der etwas komplett zu einer Veränderung bringt und etwas umbaut und alte Dinge abreißt, naja, dann brauche ich einen anderen, als wenn ich etwas aufbaue oder erhalten will. Und diese Funktion und diese Position, die können wir jetzt immer deutlicher erkennen und das wird an Dynamik deutlich zunehmen und ich bin mir sehr sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen in den USA einiges hören werden. Es gibt inzwischen fast 20.000 versiegelte Anklageschriften, die hinterlegt worden sind. Versiegelte Anklageschriften sind insofern etwas Besonderes, dass niemand wirklich überprüfen kann, wer ist es, gegen den hier ermittelt wird, der hier mit einer Anklage bedroht wird. Das wird in wenigen Fällen getan. Das ist also eine absolute Ausnahme und üblicherweise sind es ganz wenige Fälle, die dort vorgelegt werden. Vielleicht 1.000, vielleicht 2.000 im Jahr. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen die Zahl von 10.000 ist jetzt angestiegen auf fast 20.000 versiegelte Anklageschriften. Und es wird vermutet, dass der sehr viel prominente Namen unter diesen Anklagenden oder Angeklagten zu finden sein werden. Also eine Entwicklung, die sehr, sehr interessant ist. Und ich erinnere jetzt nochmal an das, was ich eben zum Sarkozy gesagt habe. Und es sind noch andere, die wirklich sich sehr unentspannt schon zeigen, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt. Tja, dass die Notenbank den Leitzins erhöht hat, habe ich gesagt. Die Auswirkung darauf ist gewaltig, das werden wir zu sehen bekommen. Natürlich muss die USA jetzt mehr bezahlen, wenn man über die Staatsanleihen sozusagen Geld aufnimmt, aber man bekommt auch mehr, wenn man sein Geld eben dort parkt. In Deutschland bekommt man, wenn man Staatsanleihen kauft, einen Minuszins. In den USA bekommt man einen relativ hohen Zins. Also die Ströme des Geldes, die können durch eine solche Maßnahme auf einmal in eine ganz andere Richtung gelenkt werden. Auch das hat eine erhebliche Bedeutung und wir werden darüber sicherlich in naher Zukunft noch einiges zu teilen haben. Das zu diesem Thema EU
USA, könnte vieles dazu noch sagen, kommt sicherlich auch noch einiges an Anregung, was wir dann verarbeiten werden. Aber für jetzt soll es das gewesen sein. Wir haben einen weiteren anderen Aspekt, den wir uns anschauen. Das ist das Thema Russland-England. Lass mich, bevor wir das aber tun und uns diesem anderen Themenkomplex zuwenden, noch einmal sagen. Es geht wirklich in allererster Linie darum zu sehen, was verändert sich jetzt hier? Und zwar nicht anhand der einzelnen kleinen Geschehnisse, die wir teilen, sondern was ist das große Bild? Wo geht's hin? Verlieren möglicherweise wichtige Figuren auf einmal ihre Potenz und ihre Kraft und ihre Privilegien? Oder tauchen andere Figuren auf? Und das habe ich eben auch in der Vergangenheit immer wieder versucht deutlich zu machen. Trump ist eine Figur, die auf einmal mit einem Themenbereich daherkommt, der bisher vollkommen tabu war und der jetzt in einer hohen Intensität daherkommt. Und es ist kein Zufall, dass das jetzt kommt. Und es ist etwas, das jetzt, man könnte sagen, wirklich einen Umbau einleitet. Das ist das, was wir momentan sehen können. Inwieweit dieser Umbau dem Einzelnen dient oder ihn noch in eine stärkere, kontrollierte Struktur hineinbringt, das lässt sich im Moment jedenfalls nur schwer erkennen oder nicht so deutlich erkennen. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist es sehr klar an vielen Stellen bereits, wohin es geht, aber dennoch sind diese Schritte noch nicht getan und man kann sie nur vermuten. Allerdings, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, es wird noch stärker die Spreu vom Weizen trennen. Es wird Menschen geben, denen große Türen aufgemacht werden, um wieder mehr zur Souveränität und wieder mehr zur Selbstbestimmung kommen, wenn sie das Passwort kennen, wenn sie bestimmte Informationen haben, wenn sie wissen, wer sie sind. Und andere werden, und das werden sie zu einem sehr großen Teil freiwillig tun, ein neues Angebot annehmen, das sie erneut unter eine Kontrolle und unter eine Verantwortung stellt, die nicht bei ihnen liegt. Eine Verantwortung, die vermutlich besser wahrgenommen wird, die nicht so aus den Fugen zu geraten scheint, wie es momentan der Fall ist. Und das wird für viele Menschen eine attraktive Möglichkeit sein. Und sie werden sich darüber freuen, dass sie auf einmal tatsächlich sich nicht mehr kümmern müssen und ein anderer die Dinge übernimmt. Es ist sehr wichtig, dass du dir im Laufe dieser nächsten Monate darüber klar wirst, welches für dich der richtige Weg ist. Und es ist vollkommen sinnlos, jemand, der sich unter diese Struktur stellen möchte, überzeugen zu wollen, dass er besser daran tut, für sich selber zu bestimmen. Das kann man nicht tun, weil es in ihm fehlt und es ihm auch fehlen wird bei der Durchsetzung und bei der Umsetzung. Das ist von großer Entscheidung. Also das ist vielleicht eine der wichtigsten Informationen dieser heutigen Tagesenergie. Werde dir darüber klar, wenn sich die Signale dafür zeigen und entscheide dich. Und das ist das, was ich mit Verantwortung meine. Jeder trägt die Verantwortung für sich selber und er gibt die Antwort auf die Fragen, die ihm das Leben stellt, in der Qualität und basierend auf dem Wissen, das er hat. Und das ist ein Aspekt. Das soll es an dieser Stelle diesbezüglich sein. Kommen wir also zu England und zu Russland. Und ein großes Thema, das ist natürlich im Moment medial sehr präsent, das ist der Anschlag, der Giftangriff, die Todesgrüße aus Moskau. Ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also es ist in Salisbury, das ist eine kleine Stadt in England, ein Ex-Spion mit seiner Tochter vergiftet worden. Und dieser Ex-Spion, es war ein Doppelagent nach den Informationen, die ich habe, der also in Russland eine ganze Zeit lang zugebracht hat, der wurde jetzt, nachdem er wieder lange in England war, vergiftet. Und ja, der Schuldige, der wird bei den Russen vermutet, um das mal ein bisschen weniger konkret auszudrücken, als es uns die Medien glauben machen. Denn hier heißt es ziemlich deutlich, nachdem Spiegel Online zunächst schreibt, vergifteter Ex-Spion, May beschuldigt Russland in einer weiteren Meldung bereits die Vergeltung für den Giftanschlag. Also da ist es dann schon entsprechend Faktum geworden, auch im Spiegel.
Und da heißt es dann im Artikel, die neuen Daumenschrauben der Theresa May, also die englische Premierministerin. Und hier heißt es, der Ex-Spion Skripal wurde in England mit einem Mittel aus Sowjetunproduktion vergiftet. London sieht die Schuld bei Moskau und bestellt den russischen Botschafter ein. Und dann heißt es dann, diese Strafen könnten folgen. Das ist natürlich absurd, denn niemand kann bestraft werden, von dem man nicht weiß, dass er auch A, schuldig ist und der nicht überführt ist. Man kann ihn sicher bestrafen, aber dann hat das natürlich nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und wer sich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, der findet schnell raus, dass das alles wirklich zum Himmel stinkt im wahrsten Sinne und ist sicherlich auch von Seiten der englischen Regierung niemand wirklich glaubt, dass das haltbare Beweise seien. Aber man erzeugt eine gewisse Stimmung und diese Stimmung gegen Russland, diese Stimmung gegen Putin, das ist ja ein altbekanntes Thema. Ich habe hier eine Meldung gefunden, die aus der Bild-Zeitung stammt. Und zwar, ich meine, vom 2. März, da hieß es in der Überschrift Satan 2, Putin richtet Atomrakete auf Europa. Tja, und das ist also absurd. Außerdem heißt auch diese Rakete gar nicht Satan. Die NATO nennt sie so und die heißt in Wirklichkeit RS-28 Sarmat. Und diese Hetze, die gegen Russland betrieben wird, ist natürlich der Angst geschuldet, dass tatsächlich eine Verbindung mit Russland auf eine Art und Weise stattfinden könnte, die nicht im Sinne der EU ist und damit wirklich auch dieses EU-Konstrukt hier in diesem Kontinent sehr, sehr, sehr stark in Probleme bringen würde, weil eben hier von vornherein unterschiedliche Kräfte aufgebaut worden sind, die getrennt gehalten werden voneinander. Aber auch das meint wirklich nur das Schachbrett aus der Perspektive des Beobachters, der nicht selber alles sehen kann. In Wahrheit ist es eben ein Brett und hier gibt es keine großen Unterscheidungen. Hier gibt es nur unterschiedliche Rollen, die gespielt werden. Das ist an vielen Stellen erkennbar. Ich habe vorhin solche Stellen genannt, beispielsweise immer dann, wenn man sich einig ist, ob das die Antarktis-Verträge sind oder das Vorgehen gegen das Rauchen oder die Veränderung in der Kfz-Industrie. Auf der ganzen Welt gibt es auf einmal Tendenzen, die in eine Richtung verlaufen, ohne dass da groß etwas besprochen wird. Das passiert auf einmal. Und das ist immer ein Hinweis. Und hier werden an bestimmten Stellen Figuren auf einem Schachbrett hingestellt, die nichts mehr zu tun haben mit den nationalen Strukturen oder mit den Landesgrenzen. Das ist wirklich eine reine Illusion für diejenigen, die in diesem Zusammenhang gehalten werden in einer bestimmten Vorstellung. In England ist das ein Riesenthema gewesen. Es wird also eine riesenfette Sau, wie man sagt, durchs Dorf getrieben. Und auch wenn die Dinge sehr haltlos sind, so wollte man, so ist mein Eindruck, doch in allererster Linie ablenken von einem riesigen Sexskandal. Und zwar ein Missbrauchsskandal in England, der gerade stark nach oben kommt. Und da geht es um Tausende, vermutlich auf jeden Fall über 1000 Kinder, die über 40 Jahre hinweg missbraucht worden sind. Und zwar von einer Gruppe mit einem Hintergrund, der auch wieder in den Bereich der Migration und der veränderten Kultur hier hineinreicht. Also ein großer Skandal. Es gibt Meldungen dazu. Ich habe eine Meldung mitgebracht, hier in einer deutschen Übersetzung von Epoch Times. Da heißt es, Angst vor Rassismusvorwürfen. Telfords Polizei, das ist dieser Ort, in dem das jetzt nach oben kam, ignoriert Hinweise auf Pädophilie-Ring. Regierung leitet Untersuchung ein. Naja, und ihr könnt euch vielleicht denken, warum die nichts gemacht haben. Angst vor Rassismusvorwürfen. Und es ist ein ganz schlimmer, ein schrecklicher Fall. Da geht es um kleine Kinder, Mädchen, und das eben über 40 Jahre hinweg. Könnt ihr leicht herausfinden. Und diese Thematik des Missbrauchs, die haben wir immer schon angesprochen, die ist riesengroß. Die hat einen magisch-rituellen Hintergrund, in allererster Linie. Das hat nichts mit Perversen zu tun, die komische sexuelle Neigungen dort ausleben. Das hat damit nichts zu tun. Es geht um die Unterdrückung von einer bestimmten Energie. Es geht um die Förderung von bestimmten Strukturen.
Und dieses Thema ist weltweit riesengroß. Und da seht ihr auch wieder die weltweite Verbindung. Diese Themen kommen in Australien nach oben, diese Themen kommen in den USA nach oben. In den USA ist sehr viel geschehen diesbezüglich. Tausende von Verhaftungen, die Trump durchführen lassen. Es tut sich sehr, 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 sehr viel. Und wenn wir hier von einem Ort Telford sprechen, dann ist die Vermutung, dass auch in anderen Städten etwas Ähnliches zu finden ist, nicht einfach irgendwo hergeholt. Ja, das ist also das, wovon man unter anderem wohl ablenken wollte. So ist jedenfalls meine Interpretation. Und jetzt kommt auf einmal eine neue Meldung raus zu diesem ganzen Thema, die auch im Kontext mit diesen Vorwürfen des Vergiftens stehen könnten. Denn Russland hat sich jetzt sehr deutlich gemeldet und hat gesagt, das Vereinigte Königreich hat dreimal versucht, chemische Angriffe durchzuführen unter falscher Flagge, und zwar in Ghouta. Und da habe ich die entsprechende Meldung mitgebracht. Am 17. März 2018 hat der russische Außenminister Sergei Lavrov die Anwesenheit von US-amerikanischen, britischen und französischen Spezialeinheiten in Syrien angeprangert. Und darum geht es eben auch bei diesem Anschlag, eine Realität, die London und Paris leugnen. Und er sagt dann, diese Präsenz bedeutet die Tatsache, dass es sich nicht mehr um einen Stellvertreterkrieg handelt, sondern um einen direkten Eingriff in den Krieg, das sagt er. Also wenn ihr da auftretet, dann seid ihr sozusagen in diesem Krieg mit aktiv. Und das ist natürlich auch ein interessanter Hinweis, der da kommt und der sehr deutlich aufzeigt, dass hier auf einmal Themen nach oben kommen, die in den Mainstream-Medien zwar keinen Niederschlag finden, aber durchaus zu finden sind und die eine hohe Brisanz haben können. Tja, wer mag, kann an dieser Thematik sich weiter beschäftigen. Ich erinnere nochmal an QAnon, bum, 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 next week. Ja, let's see ist meine Antwort. Wir werden sehen. Es gibt eine Reihe von Meldungen, die ich hier überspringen möchte, weil sie einfach den Rahmen sprengen würden, aber ein paar, die müssen einfach sein. Und die eine ist besonders interessant, wie ich finde, denn hier wird von der Bundesregierung auf einmal ganz offiziell gesagt, dass man durchaus an dem Thema Wettermanipulation arbeitet und dass man jetzt Regeln für das Geoengineering festlegen will. Und da heißt es in der Meldung, die Bundesregierung arbeitet offenbar an Regeln zur Forschung für sogenanntes Geoengineering. Darin würden etwa gezielte Eingriffe ins Klima genannt, mit deren Hilfe sich die Erdatmosphäre künstlich kühlen ließe, heißt es. Naja, in dieser Meldung kommt natürlich automatisch der Effekt zum Tragen, dass man den Eindruck gewinnt, als gäbe es eine Überhitzung, gegen die man nun aktiv werden muss. Was aber viel bedeutsamer ist an dieser Meldung, ist, dass wenn die Bundesregierung an Regeln arbeitet, dann sie automatisch dieses Spielfeld für sich beansprucht, beziehungsweise sagt, wir sind zuständig, über dieses Thema zu entscheiden. Na, und das ist natürlich die Frage, ist das denn so? Hat denn automatisch die Bundesregierung überhaupt einen Anspruch und einen Hoheitsanspruch, solche Regeln zu erstellen? Und das wird ganz automatisch einfach mitgeschluckt mit so einer Meldung. Ganz nebenbei ist es natürlich auch bemerkenswert, dass jetzt etwas bestätigt wird, das bisher als reine Verschwörungstheorie gehandhabt wurde, beziehungsweise gehandelt wurde. Also das ist schon durchaus bemerkenswert. Wenn wir uns über diese Themen unterhalten, über das Thema Wissenschaft, irgendwo ist das ja ein Thema der Wissenschaft, dann möchte ich zwei Sätze sagen zu Stephen Hawking, denn der ist ja verstorben und es wurde relativ viel in den Medien über ihn geschrieben. Ich werde mich ein Stück weit zurückhalten, aber ich möchte ein paar Hinweise geben. Und er ist eben jemand, der unter anderem auch eine Idee von Einstein aufgegriffen hat, nämlich die Relativitätstheorie. Und er hat unter anderem auch gesagt, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir in den nächsten Jahren die Erde verlassen, die Erde kollabieren wird, unter anderem auch wegen der positiven Krümmung des Universums. Und das sind alles Dinge, die mit ihm verbunden werden. Ich halte das für einen riesigen, idiotischen Mindfuck.
Und ich halte es für eine unglaubliche Verhöhnung, wenn man ihn den Menschen als einen klugen Überwissenschaftler präsentiert. Das Gegenteil, das absolute Gegenteil ist wahr. Und eine Meldung diesbezüglich habe ich mitgebracht. Und zwar gibt es ein Foto von eben diesem Stephen Hawking auf dem Island of the Sin. Das ist also eine Insel von Jeff Epstein. Und dieser Jeff Epstein, der hat auf dieser Insel im großen Stile pädophile Dinge durchgeführt. Es ist eine Insel, die in einen riesen Misskredit geführt hat. Ihr könnt das ja mal googeln. Jeffrey Epsteins Island of the Sin. Und es gibt also ein Foto, das Stephen Hawking dort zu Besuch zeigt, als er eingeladen worden ist. Jeder mag sich selber damit beschäftigen. Das sind nur Hinweise. Ich selber kann dazu nichts sagen, außer dass mir diese Hinweise auffallen und ich sie deswegen weitergebe. Ja, das passt ganz gut zu dem nächsten Thema, das ich relativ schnell angehe und das uns dann auch bald zum Abschluss der Meldungen führt. Und zwar habe ich eine Meldung mitgebracht, ich meine aus dem Spiegel, ich habe es mir leider hier nicht notiert. Jedenfalls ist es eine Meldung, die einen Artikel beinhaltet von Yasemin Yüksel. Und sie schreibt, wenn das Werbeverbot für Abtreibung zur Schikane wird. Eine junge Frau muss fast 400 Kilometer fahren, um eine Ärztin für einen Schwangerschaftsabbruch zu finden. Grund ist der Paragraph 219a. Was das Werbeverbot für Abtreibung für Frauen bedeutet, hören Sie dann im Podcast. Ich habe mir den Podcast nicht angehört, aber die Thematik Abtreibung ist ein riesiges Thema. Und in diesem Thema muss man hart gesotten sein, wenn man sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt. Und ich habe es in der Vergangenheit schon gesagt, eine der ersten Amtshandlungen von Obama war, die Abtreibung zu ermöglichen bis zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt. Es gibt sogar Überlegungen, die Abtreibung nach der Geburt durchzusetzen. Und es gibt Abtreibung bis zum 9. Monat in den USA. Trump hat das aufgehoben. Diese Dinge werden in den Medien nicht gebracht und werden natürlich oder bekommen natürlich eine zusätzliche Brisanz, wenn man dann noch weiß, dass die sogenannten Frauenproteste gegen Trump von diesen Abtreibungsfirmen bezahlt werden und finanziert werden. In Deutschland übrigens ist es, die Tochter ist pro familia. Die Dinge stehen auf dem Kopf. Sie stehen auf dem Kopf. Und die Abtreibung ist ein wichtiges rituelles Mittel zur Kontrollerhaltung in diesen Strukturen. Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Es sprengt den Rahmen bei Weitem. Es kommt immer mehr sowieso nach oben. Und du wirst es sowieso an anderen Stellen erfahren, wenn es soweit ist. Ich möchte auch niemand an einen Punkt schubsen, an den er nicht freiwillig mitgeht, Hand in Hand. Und ich kann das nicht wissen, wenn wir über diese Themen sprechen. Und deswegen kann das nur einem kleinen Kreis vorbehalten bleiben, falls es nötig ist, um ein größeres Verständnis zu bekommen. Details sind dafür häufig nicht notwendig, aber beschäftige dich damit. Und hier wird eben wieder Abtreibung in einer Form von Freiheit umgemünzt. Abtreibung ist Freiheit, wenn ich die Freiheit habe, abzutreiben. Und hier sehen wir, wie eigenartig Freiheit definiert wird. Freiheit, mit dem Kreuzfahrtschiff zu fahren, ja. Freiheit, mit dem eigenen Auto irgendwohin zu fahren, nein. Freiheit, abzutreiben, ja. Freiheit zu sagen, ich möchte mein Kind gerne zu Hause großziehen, nein. Das sind alles ideologische und gedankliche Muster, die gefährlich werden für ein System, das uns in einer ganz eingeschränkten Wahrnehmung halten will. Und deswegen ist es gefährlich. Alles, was daraus führt, muss verhindert werden. Jetzt kommen wir zum Highlight, möchte ich sagen. Was Absurditäten betrifft jedenfalls. Und diese Seite hat mir jemand gezeigt. Ich kannte diese Seite nicht und das hat mich wirklich umgehauen. Und ihr könnt dir diese Seite euch selber mal anschauen. Und zwar heißt diese Seite, ist im Internet zu finden, unter der Domain cannibalclub.org. Im Englisch geschrieben cannibalclub.org. Also mit C am Anfang, Doppel-N, cannibalclub mit C.org. Und das ist also ein Club, in dem man entsprechende Küche vorfindet, in die spezialisiert ist, um auf menschliches Fleisch dort anzubieten. Und da gibt es
tatsächlich verschiedene Angebote. Also beispielsweise vielleicht, um das mal hier ein wenig zu illustrieren, da gibt es zum Beispiel die Plazenta-Lasagne oder ein entsprechendes Steak oder eine Leber mit Pilzen. Und all diese Dinge sind entsprechend wirklich aus menschlichem Fleisch zubereitet. Und man kann dorthin fahren. Es gibt eine Seite, auf der diese Fragen beantwortet werden. Es wird natürlich auch darüber gesprochen, wie schmeckt es und wo kommt das Fleisch her. Das wird alles auf dieser Seite dann beantwortet. Und natürlich wird die Frage gestellt, ist Kannibalismus nicht irgendwie falsch? Ist das nicht was Falsches? Und da heißt es, nein, das hat eine alte Tradition. Und diese alten Traditionen, die werden gerade im Moment in großem Maße wieder importiert. Im großen Maße. Und die verändern unser energetisches Feld. Die verändern unsere Wahrnehmung. Die verändern unsere Resonanz. Die verändern vor allen Dingen auch den Austausch, den wir untereinander in einer völlig veränderten Form vorfinden. Und das hier, ja, ist so ziemlich ein echtes Highlight, wo wir schon gelandet sind. Also guckt euch die Seite an oder vielleicht lieber nicht und dann werdet ihr euch sicherlich genauso überrascht zeigen wie ich. Ich habe gesagt, das ist die letzte Folie, das ist nicht ganz richtig. Ich habe eine weitere, die ich gerne noch benutzen will, damit wir nicht hier in dieser Stimmung verbleiben. Und ich habe eine alte Hausaufgabe gefunden, die du dir hier mal angucken darfst. Ja, da musste der Schüler schreiben, immer wieder, ich darf in der Schule nicht lachen. Ich darf in der Schule nicht lachen. Ich darf in der Schule nicht lachen. Und das über mehrere Seiten hinweg. Und dann steht weiter drunter, ich will nicht mehr stören. Ich will nicht mehr stören. Wir werden in einem sehr frühen Stadion in eine Richtung erzogen und in eine Richtung hypnotisiert, die jetzt an ihre Grenzen kommt. Und zwar aus dem Grund, weil jetzt in uns selber wieder etwas in Bewegung gerät, dass unsere eigene Lebendigkeit, unsere eigene Kraft, unsere eigene Quelle wieder mit uns in Verbindung bringt und das alles hinwegspült. Und deswegen müssen diese Deiche viel stärker noch aufgebaut werden aus Sicht derer, die die Kontrolle behalten wollen. Oder sie müssen ein neues Becken bauen, damit wir eben wieder ein bisschen mehr Platz haben und sich diese entsprechenden Energien dort ausbreiten können. Und da geht's hin. Aber auch hier wird ein Preis zu zahlen sein und ein etwas größeres Becken mit dickeren Wänden ist eben in Wahrheit nur der zusätzliche Fernseher, der jetzt in die Zelle gestellt werden darf und die Tatsache, dass die Tür jetzt ab und zu mal aufbleibt und Freitag es jetzt nicht nur Schoko, sondern ab und zu auch Vanillepudding gibt. Das ist das, was man uns anbieten wird in absehbarer Zukunft. Ich möchte mit dieser Tagesenergie auch heute wieder dir einen Hinweis geben, dazu kommen wir jetzt abschließend, wie du auf der energetischen Ebene die Dinge in dir in Bewegung bringst und alles andere damit ein Stück weit ungiftiger machst, ein Stück weit weniger anhaftend machst, dich mehr befreist aus diesen starken Bindungen, mit denen wir in Kontakt stehen. Es sind so viele bindende, magische Rituale in der Welt. Es sind so viele Dinge in der Welt, die uns in einem niedrigen Frequenzbereich halten sollen, einem niedrigen Wissensbereich. Es werden immer mehr Menschen in eine Struktur hineingebracht, die immer weniger wissen und immer weniger wissen wollen. Und das, was sie wissen wollen, über das Internet und über Google erfahren, über Wikipedia erfahren. Und hier siehst du es so schön, im Internet findest du beides. Und auch in deinem Leben findest du immer beides. Die Information, die ein bisschen dichter ist an der Wahrheit oder die, die dich wirklich komplett in einer künstlichen Struktur hält. Und wir müssen in die Lage versetzt werden, das zu erkennen. Die Streu muss sich vom Weizen trennen. Und das ist ein innerer Prozess. Das ist nichts, was zu tun hat mit den äußeren Geschehnissen, an denen wir meinen, so stark arbeiten zu müssen. Ja, das wird auch dazu kommen. Das gehört mit dazu. Gar keine Frage. Das geschieht auch. Unvermeidlich. Aber getrieben oder
energetisch versorgt, wird es aus dir heraus, aus deinem Inneren heraus. Ja, das also zu diesen heutigen Meldungen, die dir einen Hinweis geben, wo stehen wir, was passiert im Moment. Das, was wir um uns herum sehen, das ist ein Ausdruck der aktuellen energetischen Qualität, die sich dort zeigt. Und darüber lass uns noch ein wenig sprechen. Ich gebe dir ein paar Hinweise. Ich möchte dir ein paar konkrete Hinweise auch beispielsweise bezüglich der energetischen Kräfte im Moment geben und natürlich auch hier und da vielleicht einen Hinweis, der dir helfen kann, diese Zugänge in dir wiederzufinden. Ja, was sind die entscheidenden Kräfte, über die ich mit dir sprechen möchte? Es sind zum einen die so unterschiedlichen Kräfte, die so gegensätzlich erscheinen, auf die ich dich hinweisen möchte. Es sind eben unterschiedliche Energien. Das eine zieht nach oben, das andere zieht nach unten. Das ist das Spannungsfeld. Und wir leben in einer Zeit mit einer sehr hohen Spannung. Wir haben eine enorm hohe Spannung. Und diese enorm hohe Spannung, die zerrt eben auch an uns. Und entsprechend diesem hohen Energieniveau ist auch die Überforderung etwas, das ganz schnell geschehen kann. Und von daher ist meine erste Empfehlung, erlaube dir immer wieder mal zurückzutreten und einfach mal auszusteigen und nicht so gut zu funktionieren und nicht einfach weiterzulaufen, obwohl du gar nicht weißt, wo du hin willst. Das ist wichtig. Wenn alle hektisch durcheinander laufen, ist es eine gute Idee, erstmal stehen zu bleiben und zu sagen, okay, wo ist der Notausgang? Oder wo will ich hin? Oder welchen Weg gehe ich? Oder bleibe ich vielleicht sogar mal sitzen? Ich setze mich vielleicht in die Ecke und beobachte mal alle, die nicht wissen, was sie tun und trotzdem herumlaufen. In diesen Zeiten ist das keine schlechte Idee, jeden Tag sich eine Auszeit zu nehmen. Und die muss gar nicht lang sein. Das kann man sogar dann tun, wenn man sehr eingebunden ist in das tägliche Arbeitsleben, wie man so sagt. Und ich erinnere mich ganz, ganz genau daran, ich habe das auch schon mehrfach wiederholt gesagt, 2008, da hatten wir diesen massiven Einbruch an den Börsen. Das fing so im Frühjahr an, im Sommer und später dann im Herbst, da wurde es ganz sichtbar. Das war Lehman Brothers und so weiter, vor genau 10 Jahren. Und in dieser Zeit gab es dann auf einmal auch richtige Probleme, dass viele Zulieferer beispielsweise von Automobilindustrie nicht mehr die Leute haben beschäftigen können, weil die einfach nicht genug Aufträge hatten. Das gab richtige Probleme. Und dann wurde immer wieder diese Übergangsfristen wurden immer wieder verlängert und die Leute kriegten dann über 6 Monate, dann über 9 Monate, über 12 Monate kriegten die da so ein Übergangsgeld. Und die Ja, der Kommentar damals eines Politikers, an den ich mich erinnere, war, wir müssen die Menschen beschäftigt halten. Und diesen Satz, den kann man unterschiedlich verstehen. Und ich verstehe ihn aber im Grunde genommen genauso, wie er in seiner ursprünglichen Bedeutung verstanden werden kann. Wir müssen die Menschen beschäftigt halten. Und das meint in allen Aspekten immer wieder uns einbinden. Nicht zum Nachdenken kommen lassen, immer wieder so viele Probleme erzeugen, dass da wieder neue Aktivitäten nötig werden. Wir kommen nicht zur Ruhe. Das ist das, worum es geht. Und wenn ich sage, wir kommen nicht zur Ruhe, dann heißt es, die Ruhe ist da. Nur wir kommen nicht hin. Also es ist nicht so, dass diese Ruhe nicht vorhanden ist. Und selbst wenn wir sagen, naja, ich muss ein bisschen Ruhe finden, dann heißt es auch, die ist da, ich muss sie nur finden. Aber es wird alles dafür getan, dass wir diesen Zugang nicht finden. Und da stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht? Manche Menschen würden sagen, das ganze System ist eben auf Dynamik ausgerichtet und auf ständiges Wachstum und auf diesen Druck. Und naja, wenn da die Leute alle zur Ruhe kämen, dann wird alles zusammenbrechen. Das ist wohl wahr, das stimmt, ja. Aber an diesem Punkt der Ruhe, da ist auch noch was anderes zu finden. Da, wo wirklich die Ruhe ist, da, wo wirklich die Beständigkeit ist, da, wo deine eigene innere Lebensquelle sprudelt, ist dasselbe. Die Ruhe ist dort, wo du ganz bist, wo du ganz im Sein bist, wo du in dir selber ruhst
und wo kein anderer herkommen kann, sagen, Moment mal, ich überstimme über dich und du darfst dich jetzt hier nicht ausruhen, du musst in die Fabrik. Das funktioniert nicht. Da, wo du zu Hause bist, da, wo dein wahres Potenzial aus der Quelle strömt, da ist dieses Verständnis des eigenen Seins so stark, dass diese Manipulationen dich nicht einmal erreichen würden. Es ist so absurd, es ist so unvorstellbar geisteskrank. Und an diesen Punkten des Verbundenseins ist diese Geisteskrankheit noch nicht so fortgeschritten. Fortgeschritten. Immer weiter entfernt von der Quelle. Ja, wenn wir weit fortschreiten und der Fortschritt solche Blüten treibt, dann ist die Gefahr, dass man vergisst, dass man aus dieser Quelle gespeist wird. Und die Gefahr groß wird, dass man sich ausgesetzt fühlt auf einem Planeten, den man schnell verlassen muss, wie uns Herr Hawkins sagt, der durchs All rast und ja, uns als Ameise hier in eine ganz schön problematische Situation bringt. All diese Vorstellungen werden gebraucht, um uns klein zu halten. Und all diese Vorstellungen verschwinden, wenn du dich wieder in Verbindung bringst mit diesen Qualitäten, wenn sie dir bewusst werden. Eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, nimm dir einfach eine Auszeit. Und diese Auszeit sollte nicht mit einer privaten, anderen Aktivität gefüllt werden, die dich dann auch wieder eher in eine Ablenkung bringt, sondern wenn es eine Aktivität sein soll, dann mit einer Aktivität, die du mit voller Aufmerksamkeit durchführst und die im Idealfall eigentlich sehr einfach ist. Unkompliziert. Vielleicht wie die Teezeremonie im Zen. Tee kochen ist etwas sehr Einfaches. Aber trotzdem gibt es große Unterschiede. Tee ist nicht gleich Tee. Meine Frau ist wirklich eine echte Teetrinkerin. Und wenn wir irgendwo sind und in einem Hotel beispielsweise eine richtige Tea Time angeboten wird, dann sagt sie, ach, das ist ja toll, das mache ich. Und sie ist nahezu immer im Anschluss ein Stück weit enttäuscht über die Lieblosigkeit und über die Banalität, die dazu führt, dass aus diesem Ritual eben nicht das wird, was möglich ist, wenn man sich einlässt. Und das ist das, was wir in allen Dingen finden können. Und es ist das, was uns wieder zur Quelle bringt und was uns wirklich auch zu einem großen Maße frei macht in diesem Moment. In diesem Moment hat kein anderer irgendetwas zu sagen. Kein anderer kann dir diese Qualität nehmen. Und das ist wichtiger als alle Theorie. Deswegen ist also mein Tipp, suche dir etwas, das du gerne tust, vielleicht sogar auch etwas, was du nicht gerne tust, was du aber auf diesem Wege zu etwas Besonderem machen möchtest und lasse dich komplett darauf ein. Dann spielt nichts anderes eine Rolle, es ist das Allerwichtigste. Und diese Energie wird sichtbar. Diese Energie strahlt aus und diese Energie hat eine wunderbare Kraft, die dich begleitet über den Tag, die also nicht nur in dem Moment, in dem du diesen vielleicht meditativen Prozess durchführst, vorhanden ist, sondern auch im Anschluss. Es bleibt verbunden, das ist das, was so wichtig ist. Die aktuellen Energien sind sehr herausfordernd. Wir erleben starke Bewegungen und manchmal erfassen uns diese Bewegung und sie ziehen uns hinein und wir werden auch in die damit verbundenen Ängste, Befürchtungen und auch möglicherweise körperlichen Herausforderungen hineingezogen. Und grundsätzlich ist natürlich die erste Reaktion, dem entfliehen zu wollen, herauszuwollen aus diesem Status. Wie kann ich das loswerden? Psychopharmaka sind hier ein deutlicher Hinweis für die Bedeutung von diesem Fluchtwunsch, ob sie von demjenigen, der selber diese Zustände erfährt, auf diese Art gewünscht sind oder andere diesen Zustand einfach beenden wollen, spielt gar keine so sehr große Rolle jetzt, sondern einfach dieses nicht mehr funktionieren können, das wieder repariert wird und das an einer Überreizung im Moment leidet, die immer mehr Menschen auch dazu bringt, dass sie eben einfach wirklich deutlich aussteigen wollen aus diesen ganzen künstlichen Konstrukten.
Das ist das, was wir, das ist das, was wir jetzt sehen können, das, was uns umgibt. Und hier hilft es manchmal nicht, einfach nur zur Ruhe kommen zu wollen, sondern das ist so, so präsent. Und dann ist es gut, dann ist es da, weil es so stark sein muss, offenbar, damit du es auch wirklich bemerkst. Vielleicht hast du es bisher übersehen, als es noch schwächer war. Und jetzt kommt es auf einmal und kommt, mit einer Unübersehbarkeit daher. Und hier möchte ich dir auch einen Hinweis geben, den ich in der Vergangenheit auch schon gegeben habe. Es ist einfach ein guter Hinweis. Nimm die Position des Beobachters, des Zeugen ein und sieh dir genau an, was du da spürst. Und gehe nicht in einen Widerstand oder in eine Bewertung hinein im Sinne von, oh, das ist aber unangenehm oder das ist gut oder da wünsche ich mir, sofort wieder herauszukommen, sondern einfach mit einer kindlichen Neugierde die Dinge zu betrachten, die sich dir da offenbaren. Und sind sie unangenehm, dann schau dir diesen unangenehmen Aspekt so genau an wie möglich. Was ist das, was so unangenehm ist? Wo genau sitzt dieses Gefühl? Wo genau sitzt dieser Schmerz? Wo sitzt die Herausforderung? Aber ohne, dass du eine Erklärung in deiner Story dafür suchst und vielleicht dir selber Vorwürfe machst, indem du sagst, na ja, das ist ja damals, hätte ich mir das schon anders tun müssen und ich fühle mich nicht wohl mit meinen Entscheidungen. Und dann kommst du auf einmal wieder in ein gedankliches Konstrukt, das dich genau in eine Richtung bringt, in der wir gehalten werden sollen. Klüger ist es einfach zu beobachten und sagen, guck an, da ist jetzt was, jetzt habe ich die Gelegenheit, das zu betrachten. Und das bringt dich in eine wunderbare, überlegene Position, die sich auswirkt in allen Bereichen, die sich auswirkt im Inneren, aber auch im Äußeren. Und wenn auf was auf dich zukommt, auch im Außen, was dich herausfordert, ein Dieselfahrverbot in der Stadt, dann ist es eine gute Idee, das einfach mal zu betrachten, sagen, aha, das sind jetzt die Dinge und jetzt muss ich mir mal anschauen, wie sind denn überhaupt die Voraussetzungen, was davon ist überhaupt meins, was davon ist vielleicht gar nicht etwas, das in meinem Spielfeld stattfindet, sondern von dem man nur den Eindruck erwecken möchte, dass es für mich von Relevanz sei. Und das ist sehr häufig der Fall. Wir haben sehr häufig den Eindruck, dass bestimmte Dinge mit uns in einer Relevanz stehen, die sie nicht haben oder die sie nicht mehr haben müssen, wenn ich sie ihm nicht gäbe, wenn ich nicht an diesen Dingen energetisch klebe und immer wieder klebe und immer wieder dort hineingehe mit meiner eigenen Energie und mit meiner eigenen Aufmerksamkeit. Und hier kommen wir wirklich zum Schlusswort. Das ist immer deine Energie, immer. Ohne deine Energie ist das alles unmöglich. Du bist der Träumende, der den Traum träumt und alles in diesem Traum gehört zu dir. Und deswegen ist es gut und schön, dass du dich jetzt freuen kannst, dass sich dieser Traum so massiv ändert. Denn es ist wirklich an der Zeit, dass dieser Traum jetzt in eine andere Richtung geht und du als Träumender in die Position kommst, den Traum so zu gestalten, wie du ihn wirklich möchtest und wie er auch wirklich zu deinem Besten ist. Und wenn das beides übereinstimmt, ja, dann laufen die Dinge auf eine wunderbare, angenehme, leichtfüßige Art und Weise und du wirst erkennen, dass alles genau so ist, wie es sein muss. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne Woche und freue mich schon jetzt auf die nächste Tagesenergie, zu der du natürlich eingeladen bist, passiv oder aktiv, wie du auch immer magst. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, Namaste und Namaskar.